Stress- und Burnout-Phänomene gehören heute zu den größten Kostenverursachern in Schweizer Betrieben. Die volkswirtschaftlichen Kosten für Stress am Arbeitsplatz werden auf mehr als 4 Milliarden Franken pro Jahr geschätzt, Tendenz steigend. Gemäß einer neuen repräsentativen Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft 2010 fühlen sich 34% der Erwerbstätigen in der Schweiz häufig oder sehr häufig gestresst. Vor 10 Jahren waren es noch 27%, dies entspricht einer Zunahme von rund 30%. Gemäß den wissenschaftlichen Auswertungen der im Rahmen von SWING erhobenen Zahlen sind gestresste Mitarbeitende bis zu 10% weniger produktiv als weniger gestresste Mitarbeitende und generieren mehr Absenzen. Der Produktivitätsunterschied kann in Geld ausgedrückt einen Unterschied von jährlich bis zu 8.000 Franken betragen. Stress im Betrieb wird durch den Betrieb zum größten Teil selbst verursacht. Hier kann das Management handeln und eingreifen und den Stress mindern. Belastungen, dauerhafte Belastungen und fehlende Ressourcen sind das Problem. Dauerhafte Belastungen entstehen dadurch, dass Zeitdruck dauernd herrscht, dann eben, dass Arbeitsprozesse nicht genügend abgestimmt sind oder die eigene Funktion oder Rolle nicht klar ist. Kommt dann hinzu, dass die Führung nur mangelhaft auf solche Dinge reagiert oder die Teamkultur nicht unterstützend wirkt, dann ist das eine explosive Mischung und der Stress ist da. Stressmanagement für ein Unternehmen ist eigentlich ein integraler Bestandteil der heutigen Gesundheitsförderung. Das heißt, wenn ein Unternehmen aktive Gesundheitsförderung betreibt, wie zum Beispiel wir bei ABB schon seit Ende der 90er Jahre, muss das aufgrund der Veränderungen der letzten Jahre eigentlich ein integraler Bestandteil sein. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die Unternehmenskultur geprägt ist. Hat man eine offene Unternehmenskultur, was natürlich in vielen Unternehmen heute auch der Fall ist, sollte man hier auch einen offenen Umgang mit pflegen. Das heißt letztendlich Stressmanagement aktiv angehen, versuchen über das Thema aufzuklären und deren Ursachen zu erforschen. Nur so kann man auch das ganze Bild haben und kann dadurch auch präventive Maßnahmen einleiten. Bei der Einführung von Maßnahmen zum Thema Stressmanagement soll ein Unternehmen auf der einen Seite erstmal die drei Ebenen, nämlich Individuum, das heißt Mitarbeitende selbst, zweitens Team, nahes Umfeld des Mitarbeitenden und drittens letztendlich der Kontext in Betracht ziehen. Es gibt dazu wieder verschiedene Maßnahmen, die eingeführt werden können. Zum Beispiel bei ABB haben wir bezüglich der Prävention Informationsveranstaltungen rund zum Thema Stress in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmedizin. Zum Zweiten bieten wir Teamworkshops an, in denen Teams sich um das Thema Stress oder mit dem Thema Stress auseinandersetzen können und versuchen, Frühindikatoren zu identifizieren, was zu tun ist genau, was gemacht werden kann. Drittes Thema, Führungskräfteschulung. Was kann ich als Führungskräfte tun zum Thema Stressprävention, Stressmanagement? Und zum Vierten sollte letztendlich gesundheitliche Maßnahmen sich einstellen, bieten wir natürlich auch eine Gesundheitsberatung an den verschiedenen Standorten. Das SWING-Projekt ist eine Pilotstudie. Sie wurde im 2008 von Gesundheitsförderung Schweiz und dem Schweizerischen Versicherungsverband initiiert, mit 8 namhaften Unternehmen und 5.000 Mitarbeitenden. Sie wurde über 2,5 Jahre durchgeführt und das Thema war Stressmanagement im Betrieb. Erreichen wir mit Stressmanagement eine Wirkung für die Gesundheit der Mitarbeitenden und können wir auch einen finanziellen Nutzen ausweisen? Die Resultate der Evaluation haben hier gezeigt, dass dies tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Das S-Tool ist ein computergestütztes Befragungsinstrument. Es analysiert die Ist-Situation im Betrieb und identifiziert die Stress-Hotspots. Es trägt auch dazu bei, das Stressthema aufzunehmen und zu enttabuisieren. Das ist wichtig für den weiteren Verlauf des Prozesses. Resultate, die wir heute sehen können schon in ABB in Bezug auf das Thema Stressmanagement ist, dass ein wesentlich offenerer Umgang auf allen Ebenen zum Thema Stress herrscht. Das bedeutet letztendlich, dass Mitarbeitende, die betroffen sind, frühzeitiger sich zu Wort melden und dies entsprechend auch thematisieren. Führungskräfte ein noch schärferes Auge auf das Thema Stress haben und Ursachen erkennen und auch im Team, in den Einzelteams wesentlich offener damit umgegangen wird und dadurch auch präventiv Maßnahmen getroffen werden können. Unternehmen, die heute das Thema Stressmanagement noch nicht betreiben, würde ich anraten, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern mit dem Thema offensiv umzugehen. Das bedeutet im Sinne einer offenen Unternehmenskultur, präventive Maßnahmen einzuleiten, über das Thema zu informieren und den Dialog mit den Mitarbeitenden zu suchen. Schließlich geht es dabei auch um die Leistungsfähigkeit einer Organisation im Sinne einer Nachhaltigkeit.